Heute, was geht ab, Leute? Hier. Heute zeige ich euch ja so ein bisschen die Ausbeute aus Erfurt. Aber dadurch, dass ich euch die Ausbeute zeige, zeige ich euch auch indirekt, ja, was mir noch fehlt. Dementsprechend kann das Video eigentlich auch heißen, ja, keine Ahnung, alle meine Lucky Pokémon oder so. Macht wahrscheinlich mehr Klicks als Ausbeute aus Erfurt. Aber so, ja, das ist das Zeug, was ich wieder in München gefangen habe. Moment. Ein Glückslavados. Ich habe alle meine Glückslegendären aus Erfurt. Die ganze Zeit davor getauscht und getauscht, nichts passiert. Kaum bin ich in Erfurt, bam, ein Legendärer nach dem anderen. So, hier habe ich natürlich ein paar Ausrufezeichen. Ich weiß gar nicht, wie viel ich brauche, also ich habe bisher einfach alle aufgehoben. Von den anderen Buchstaben könnte ich mich eigentlich trennen. Da könnte ich auf jeden Fall noch ein paar wegschmeißen, aber Ausrufezeichen weiß ich noch gar nicht, wie viel ich behalten soll. Ich habe ein paar Leute natürlich, die wollen welche haben, aber es sind maximal 20 Leute. Und ich habe wahrscheinlich so 100 von denen oder sowas. So, dann. Das ist schon der Hammer. Ein Togepi. Den können wir auch direkt entwickeln. Und dann für Gen 4, ihr wisst, Togetic. Togekiss meine ich. Jetzt zu Togetic. Das ist natürlich ein Hammer. Die Babys sehr, sehr selten. Sehr schwer zu bekommen. Shoutout geht raus an den Kollegen Nico. Kim Nico. Ich glaube, er will lieber Kim genannt werden. Hat eine Menge mit mir getauscht. Und Spiel hängt. Okay. Hat eine Menge mit mir getauscht. Und unter anderem eben das Togepi. Er hatte echt eine Menge am Start. Viele Babys. Viele Aerodactyls. Schlurp. Aerodactyl wurde leider nicht glückt. Schlurp hingegen schon. Das sehen wir auch gleich noch. So. Ja, genau hier. Da haben wir echt eine Menge getauscht. Also es gab viele Fälle. Da haben mir Leute eine Menge getauscht und dann wurde entweder gar nichts Glücks oder doch irgendwann mal. Und dann gab es auch viele Fälle, die haben einen Tausch gemacht und bam, direkt Glücks-Pokémon. Hier, noch der Schlurp und auch der kriegt noch eine Weiterentwicklung. IV-technisch bisher nichts Gutes dabei gewesen, bei keinem meiner Tauschgeschäfte. Dann hier, von der Diana, ein Tausch, wie gesagt, ein Tausch gemacht und bam, Lucky Kagama. Kagama natürlich auch relativ selten. Zumindest wenn ich jetzt nicht irgendwie nach Australien fahre, dass da jemand genug hat, um ja, die mit mir tauschen zu können, damit es Glücks wird. Aber zum Glück, direkt beim ersten Mal, beim ersten Tausch, Glücks Kagama geworden. Ihr seht, Porenta auch noch. Phantom Wing, die Cargo von Pokézone. Auch. Also wir haben mehrere Tauschgeschäfte gemacht, aber das war das erste Porenta und dann ist es direkt Glücks geworden. Und das Taurus habt ihr im Video gesehen. Wenn ich check das Video ab von der Mac, da habe ich auch einen Taurus bekommen. Das heißt, ich habe alle regionalen von Gen 1 als Glücks. Und das alles von diesem Wochenende. Also, das ist natürlich sehr, sehr saftig. Dann noch ein Baby. Grüße gehen raus an Tenmago von Pokézone. Die Baby ist natürlich der Hammer. Ja. Und was soll ich sagen? Hebt alle eure Babys auf und tauscht die mit mir. Natürlich sehr nett von allen, die mit mir tauschen wollten und dann mir die verschiedenen Sachen angeboten haben. Vor allem, weil ich eigentlich nicht so viele Sachen zum Rücktausch hatte. Als Gegenleistung, ich hatte eigentlich echt nur Müll. Viele Taubsis habe ich ja gegeben, die zu Glückstaubsis wurden. So. Und das war's, glaube ich, auch schon. Wie gesagt, noch ein Zapdos und ein... Seht ihr das irgendwo? Warte. Und ein Mewtwo. Bam. Und natürlich Inkognito. Habe ich mir natürlich viele zum Tauschen gehabt, aber direkt beim ersten Mal, bam, Glücks Inkognito. Ich kenne jetzt einen Verrückten, der versucht, jeden Buchstaben als Glücks Inkognito zu ertauschen. Viel Erfolg dabei. Wie gesagt, ja, hier die ganzen Inkognitos aufgehoben. Weiß ich noch gar nicht, was ich mit dem Ganzen mache. Das sind natürlich echt eine Menge, muss ich jetzt dann mit der Zeit schauen. Ich meine, wenn ich die wegmache, sind es wahrscheinlich so 150 Plätze oder so. So, dann gehen wir mal ganz kurz durch alle meine Lucky Pokémon, beziehungsweise alle, die mir noch fehlen. Im Rückschlussverfahren, im Ausschlussverfahren könnt ihr dann natürlich erahnen, euch erschließen, welche Glücks-Pokémon ich bereits habe. So, Rettern fehlt mir noch. Sprich, bitte sammeln und dann, falls ihr uns irgendwo sehen, einfach mit mir tauschen. Pipi
Aber das hat der Pi. Dementsprechend eigentlich brauche ich nur Pi. Bringt mir nichts, wenn ich jetzt Pi und Pixie habe. Vulpix. Alola Vulpix zählt auch. Macht auch einfach den Pokédex schön. Warte. Schön. Okay. Wollte ein Beispiel zeigen. So schön glitzernd. Das ist ja der einzige Grund, wieso ich das mache. Dann Zubat. Zubat fehlt noch. Pummeluff habt ihr gesehen. Aber auch da gibt es eh Fluffeluff. Dementsprechend brauche ich nicht Pummeluff eigentlich. Den habe ich glaube ich alles. Anton. Anton fehlt noch. Genau. Knuffenser. Wobei es den relativ häufig beim Kanto-Event gab, aber habe ich nicht zusammenbekommen. Tentacher. Bisher keinen gesehen, keinen gefangen. Onix. Oh ja, Onix auch relativ selten, aber ich könnte eigentlich einfach ein Nest abchecken, falls man Onix Nest am Start ist. Krabby fehlt. Natürlich auch als Shiny. Fehlt auch noch. Fragosso. Schon sehr lange kein Fragosso mehr gesehen. Mal schauen, ob beim Halloween-Event wieder Fragosso am Start ist. Dann Owei. Aber müsste jetzt eigentlich kein Problem sein. Spawnt ja relativ häufig beim Psycho-Event. Chanera. Aber Chanera kriegt ja auch noch ein Baby. In Gen 4, glaube ich. Dementsprechend brauche ich eigentlich auch nicht Chanera, sondern nur das Baby. Alle, die das Baby brüten, wenn Gen 4 rauskommt, bitte behalten. Sepa fehlt noch. Bisher kaum gesehen. Goldini fehlt. Dasselbe für Sterndu, aber das sind so häufige Sachen. Die kommen schon irgendwann mit der Zeit. Patimos habe ich. Alle regionalen Gen 1. Sichler fehlt, aber wie gesagt, ein Nest abchecken oder so mal. Rosana fehlt, aber ihr wisst, Cossilla. Electric fehlt, aber Elekid. Magma habe ich, aber Magmi fehlt mir. Pinsel habe ich durch einen Zuschauer. Shoutout. Tauros. Abrastipto habe ich. Evoli. Wir haben noch gar keine Entwicklung. Psyana, Nachtaga, Kamaga, Aquana, Blitzer und Evoli. Fehlt mir alles noch. Und da habe ich eigentlich relativ gute Chancen, dass irgendein alter Account schon bereits einen Aquana, Blitzer oder Flamaga von den alten Zeiten hat. August und Juli 2016. Dann wird es ja garantiert Lucky. Und wenn er noch nicht 10 Lucky Pokémon hat. Ammonitas und Kabuto fehlen noch. Aber ja, Nester Pokémon müsste kein Problem sein. Aerodactyl, der ist schon ein bisschen seltener. Kam jetzt eigentlich bei ein paar Events. Aber haben natürlich nicht so viele Leute aufgehoben. Ist ja auch schon wieder eine Weile her. Und dann von hier, Arctos fehlt nur noch von den Legendären. Und Dratini, relativ häufig, aber wollte bisher nicht kommen. Der sollte aber auch kein Problem sein. Dann schnell Gen 2 noch. Da fehlt mir noch Feuigel. Aber das ist ja der übernächste C-Day. Nach Tarnel kommt dann Feuigel. Ansonsten X-Blatt natürlich wegen Zubat. Die Babys. Pichu. Pi, Fluffeluff. Togepi zum Glück. Der ist echt nice. Den habe ich glaube ich. Vogelbaum, aber ist kein Problem. Und auch der kriegt glaube ich noch ein Baby, also brauche ich jetzt nicht unbedingt. Quaxo. Sprich Quapsel, habe ich euch gar nicht gezeigt vorhin. Griffel fehlt noch. Kamurks fehlt noch. Dann Traumvogel. Wohin genau, aber da gibt es ja Isso. Stardust wegen Ding. Gigafagic. Stardust wegen Onix natürlich. Dumise. Aber solche Sachen sind eigentlich relativ häufig. Das ist nur eine Frage der Zeit. Skorgler. Waldorfisch. Der könnte vielleicht ein bisschen seltener sein. Teddiosa fehlt. Ne, Teddiosa habe ich. Sneeble. Und Podgott. Und natürlich Skagabon. Skagabon auf jeden. Ich habe da nicht mal ein männliches Skagabon, ich habe ein Skagabon. Also alle Skagabon bitte mir tauschen, falls mal jemand irgendwo Urlaub macht, wo er viele Skagabon fängt. Quickle fehlt glaube ich noch, genau, kriegt auch eine Weiterentwicklung. Corazon fehlt noch, ich weiß, Dortmund Event ist das, aber ja, da hatte ich noch keine Glücks gesammelt. Beziehungsweise damals gab es noch gar keine Glücks. Im heute habe ich Botogel. Schauen wir mal, ob es diese Weihnachten wieder Botogel gibt. Wenn ja, dann natürlich ist der Glücks am Start. Panzeragon, Mantax fehlt auch noch, aber Mantax kriegt auch eine Vorentwicklung. Funpi. Funpi, abhängig davon, wo man wohnt, auch relativ selten. Kann ich auch auf jeden Fall noch gebrauchen. Falls jemand irgendwo wohnt,
wo der öfter spawnt. Da haben wir Plex. Grabouts, oh Grabouts. Auf jeden Fall Grabouts. Und Capoeira auch. Nocturne Kickly habe ich. Die Babys. Mittag habe ich jetzt verpasst, kam ja eigentlich. Und auch aus der Quest, aber naja. Und natürlich die drei Raubkatzen. Und Lugia Ho-Oh. Ho-Oh habe ich jetzt ein paar am Start. Schauen wir mal, ob ich den bekomme. Dann Gen 3. Gen 3 habe ich noch eigentlich gar nichts, weil als ich angefangen habe mit dem Sammeln der Glücks-Pokémon, war ja das der Kanto-Bonus. Und kurz davor habe ich angefangen. Was war denn da? Irgendwas anderes, aber ja, es war halt immer irgendein Bonus oder Event. Und von den Gen 3 Sachen eben nicht so viel. Da können wir eigentlich durchgehen, weil da weiß ich auch gar nicht, was mir alles fehlt. So. Okay. Zamozel, ja, da fehlt noch eine Menge, also. Ah, ich glaube, Gen 3 zeige ich jetzt gar nicht mal, weil da fehlt echt noch sehr, sehr viel. Da fehlt so gut wie alles eigentlich noch. Ja, das waren so meine Glücks-Pokémon. Beziehungsweise die Pokémon, die mir noch fehlen. Von Gen 1, Gen 2, Gen 3 fehlt mir komplett eigentlich beinahe alles. Falls wir uns irgendwo sehen, tauscht mir diese Pokémon. Ansonsten, das war die Ausbeute aus Erfurt. Kann sich eigentlich sehen lassen. Alle regionalen, paar Babys. Also ziemlich coole Sachen. Galaxo, paar legendäre. Die Cognito zum Beispiel auch. Also an sich, super Event. Das war meine Sammlung. Helft mir, die Sammlung zu vollenden. Das war's von mir. Wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr auch einen Glücks-Pokédex sammelt. Aber ansonsten, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.